Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind also gerade auf dem Weg zu Dr. Earnhardt und fahren hier ein bisschen holprig über das Gelände. Jetzt haben wir die Straße wieder gefunden, wenn man es denn als Straße bezeichnen kann. Und ich sehe hier einen Funkturm, den ich gerne mal erobern möchte. Um die Karte weiter freizuschalten. Ah, das war der falsche Weg. Mist, jetzt muss ich einmal ganz rum. Also es gibt immer diese, seht, diese kurzen Lecks zwischendurch. Das liegt an Fraps. Diese Einbrüche immer. Und ja, mal schauen, ob ich das noch beheben kann. Ich höre ein Auto. Wie schon in der ersten Folge gesagt, sind diese Türme immer unterschiedlich aufgebaut, wie man hier sehen kann. Das ist immer ein anderer Weg nach oben. Aber es ist relativ leicht zu finden. Ah, da müssen wir von innen. So. Und da werden wir auch schon. Kiste plündern und aktivieren. Und damit ist wieder ein neues Gebiet freigeschalten auf unserer Karte. Und wir können wieder runtergleiten. Oh, falsches F. Nein! Oh, wie dumm war das denn? Okay, da war ich ein bisschen voreilig. Mach ich gleich nochmal. Der ist erobert. Gut, der ist schon erobert. Dann holen wir uns eben das Auto. Und dann erobern wir mal kurz das kleine Lagerchen von denen. Diesmal ein bisschen strategischer. Nämlich den Hang hinunter. Hallo? Jemand zu Hause? Gut, das sind erfreuliche Nachrichten. Wenn da nehmen wir das. Besser für uns. Haben wir eben ein Boot geschenkt bekommen. So, welchen Weg nehmen wir denn da mit dem Fluss? Da können wir einmal quer über die zur Insel fahren, okay. Fahren wir vielleicht. Ja, ich denke, wir fahren glaube ich so rum. Ah, das machen wir. Fahren wir direkt vor die Haustür von Dr. Earnhardt. Mit dem Boot geht das ja relativ schnell. Ja, wie schon in der ersten Folge gesagt, gibt vielleicht ein Multiplayer-LP davon, also gibt einen Multiplayer-Modus, vielleicht mal hätte ein Let's Play von und einen, den Koop-Modus gibt es ja auch noch. Mal schauen, wenn sich da jemand finden lässt, mit dem ich da ein Koop-LP machen kann, dann würde ich das auch machen. Ansonsten eben diese Story hier
die wir ja jetzt gerade spielen. So, hier kann ich mal aussteigen. Und dann den Berg hinauf. Das sind Gegner. Die könnten wir mal eben noch mitnehmen. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, die machen einfach mehr Damage bei der höheren Schwierigkeit. Eine Leitplanke mitten auf der Insel. So, Mr. Dr. Earnhardt. Hier können wir eben noch was plündern. Einmal Blätter. Und einmal eine Kiste. Schön hat das, der Doktor. Wo ist er jetzt? Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lage. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Okay, der ja nicht gerade gesund aussehende Doktor hat also Daisy. Wollen wir sie mal besuchen gehen? Schönes Haus. Halt, da können wir noch eben was kaufen und verkaufen. 409 Euro Munition auffüllen. Und vielleicht. Ja. Vielleicht können wir da. Ja, nehmen wir die, oder? Ich weiß nicht, wie man hier die freischalten kann, die anderen Stellplätze, aber na gut. Nehmen wir mal diese. So, was war das jetzt? Scorpion. Ja, genau. Und dann gehen wir mal zu Daisy. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt.
Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Also, nachdem der Doktor und sie den kleinen Ententanz aufgeführt hat. Ja, nachdem er das getan hat. Sollen wir jetzt also nach Stoff für ihn suchen? Oh, da ist ein Gleiter. Machen wir das eben mal kurz. Fliegen wir dahin. Ist es auch schon. Könnten wir uns ja eigentlich über dem Wasser fallen lassen. Das machen wir auch, glaube ich. So, hier. Sind da... Ah ne, ist mein Gleiter. Ich dachte schon, da ist ein Rochen oder so. Luft. Das ist also anscheinend unter Wasser. Sehr, sehr cool sieht es aus. Wenn wir jetzt auch Luft hätten, dann Gott sei Dank. Der Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Todessprung darunter. Na bitte. Mach mal das doch mal. Und hier hoch. Mal wohl kaum rüber. Doch. Und hier hoch. Halt. Oh, Giftgas. Was ist das? Das ist mal neu. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Die Roten. Die Roten. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Haus des Dschungels. Der Studio hat angerufen. Hallo, Palmen. Hallo. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Tun wir das. Wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Lila. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Ein Haus? Dr. Earnhardt? Ein Haus? Na klar. Ein Haus! Lass mich verarschen, ey. Hallo? Wovor hast du denn Angst?
Du bist ein echter platzende Pilze. Brand? Was muss ich jetzt hier machen? Da geht's raus. Pilze. Pilze, ja, Pilze, ich komme nicht raus, hallo, ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Hallo, Tastatur, hallo. Jetzt. Oh. Wo sind wir?